Hallo, mein Name ist Kip Supernova. Ein weiteres Video auf diesem Kanal, etwas ganz Neues mal, was zum Thema dieses Kanals passt, Science Fiction. Und wir haben einen Robotsimulator Xemo. Ich habe das Programm noch nie ausprobiert und bin jetzt mal gespannt. Ich will mir das jetzt mal angucken. Gucken am besten gleich rein. So, der Name passt. Kip Supernova, jawohl, Play. Und es geht los. Nach all dem Splatoon-Stress mal was Ruhiges, mal was Entspanntes. Bin mal gespannt. Oh, okay. Was müssen wir dazu machen? Also, so viel ich weiß, kann man mit diesem Programm, das ist ein Simulationsspiel, sich einen Roboter simulieren. Also die Umgebung ist schon mal sehr schön, interessant. Kann man da auf die Decke gucken. Oh, großer Ventilator, jawohl. So, ja, was muss man da jetzt machen? Probieren wir mal aus. Also, man kann den Roboter aussuchen, ein Level aussuchen. Motion Creator, also die Bewegungskreieren und Evolution, also dass sich da was weiterentwickelt. Was ist da noch alles zu sehen? Naja, gut. Es gibt anscheinend sonst keinen Sound. Jetzt gucken wir mal. Also, wir können sowas. Sammy, der Beginner, ein Quadropted. Dann gibt es Xemo für Experten. Das ist klar, die humanoiden Roboter sind immer für die Experten. Fido. Intermediate. Buster. Intermediate. Und wir nehmen mal den Beginner. So, gut, den haben wir ja schon da. So, und jetzt, was kann man da jetzt machen? Level Select. Tutorial. Also eine Vorwärtsbewegung, dass das Level abgeschlossen ist. Machen wir mal Play. Was passiert jetzt? Ah. Blicke ich dann halt so ganz durch, was man da machen muss. Okay, restart. Muss man da irgendwie. Da ist nichts anklickbar irgendwie. Probier es mal mit Rechtsklick. Nee. Also ich kann das Ding immer, ich kann die Ansicht immer nur umdrehen. Mal irgendwas eingeben. Hilft da vielleicht das weiter? Oder kann man hier was eingeben? Komisch. Also irgendwie blicke ich jetzt da nicht durch. Was passiert, wenn ich da draufklicke auf das Fragezeichen? Oh ne, jetzt öffnet sich ja Webseite. Das Tutorial. Nee, ach komm. Nee. Nee, nee. Watch Tutorial. Was? Okay.
Ding. Da ist nichts anklickbar, da ist nichts, da kann man gar nichts machen. Das ist nichts. Also das Fenster kann man verschieben. Das ist schon mal ein Bombenspiel. Also Simulation. Ah, okay, man muss die Bewegung erst kreieren im Motion Creator. Das ist das, was man da am Anfang gesehen hat. Okay, gehen wir nochmal zurück. Nochmal zurück. Okay, Motion Creator. New Motion. Also, Motion. Forward, ne? Forward. So. Nee, was? Forward. Okay. Ah, jetzt das, da muss man es irgendwie. Jetzt kann man die mal drehen. Ah, doch, man kann auch drehen. Also vorwärts. Es ist ziemlich ruckelig. Also es ist ziemlich beschwerlich zu lenken. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Steuerung, also ob das an der Steuerung von dem Spiel liegt oder an mir. So, jetzt. Ha. Aha. Also man kann schon mal hochschweben lassen. Und ah. Okay. Diese einzelnen Dinge. Ah, doch. Man kann diese einzelnen Dinge auch noch bewegen. Da passiert gar nichts. Oder ist da? Ah, ah. Also, das eine Bein und so, dann das andere. Oh, das bewegt sich ein bisschen mehr, wie es soll. Also so. Und dann macht er das jetzt, das mache ich da jetzt nach vorne und nach hinten. Machen wir das vielleicht so. Auch nach hinten. Auf minus 75 Grad. Und das. Aber das bewegt sich ein bisschen mehr nach. Ah, dann machen wir es so. Das muss jetzt nach vorne. Ach, wir probieren. Ich probiere es aus. Was soll schon passieren? So. Aha. Und jetzt gehen wir einfach da wieder zurück. Und dann gucken wir uns an, wie das geht. Halt. Na. So.
Das ist praktisch 3D-Animation. So wie bei Blender oder Poser oder sowas. Aber irgendwie. Ah. So. Was jetzt muss ich noch mal? Es wirkt ein bisschen eintönig, wenn man das auf die Dauer so macht. Ich weiß nicht einmal, ob ich das richtig mache. Es ist ja ein Labor, da versucht man verschiedene Sachen aus. So. Wie viele Frames? Ist es eigentlich egal, wie viele Frames man da macht? Halt ich. Oder kann man da zurück? Ja, man kann zurück. Das sieht irgendwie total verdreht aus. So. Irgendwie. Ah. Nee, das geht. Doch, das geht. Was passiert, wenn man das? Uff. Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Ah, okay. Gibt es da sowas wie einen Testlauf? Aha. Der rechts vorne, der bewegt sich nicht so doller. Was ist so, was sich anguckt schon? Okay. Forward. Gucken wir mal, ob das soweit ist. Es jetzt gespeichert? Ist es jetzt gespeichert? Kann man jetzt Level Select? Kann man das jetzt so? Laden und spielen? Ja, wo ist jetzt das, was ich da gespeichert habe? Vorwort mal. Habe ich das falsch? Vorwort. Jetzt sag mal bloß, ne, das ist, weil ich das falsch geschrieben habe. Ja. Ey, really? Ja. Das mit T geschrieben? Ich weiß das gar nicht. Ja, doch. So. So, jetzt nochmal zurück. Mit D. Och Mann, ey, Kommi. Jetzt aber. Das ist echt peinlich mit D. So. Das ist wieder das da. Was kann man damit? Was hat das zu bedeuten? So, jetzt gucken wir mal, ob das in dem Level-Ding drin gespeichert ist, als Bewegung. So mit Forward, ja. Ja, wie kriege ich das jetzt drauf? Das kapiere ich nicht. Ja, die Motion ist drin. Forward und jetzt? Ja, die ist noch drin.
wie kriege ich die jetzt, wie kriege ich die jetzt irgendwie, dass ein Nike-Spike speichert, dass der das macht? Das ist komisch. Das Tutorial da mal noch anschauen. Oh Mann. Ja, das sieht so simpel aus. Das ist ja Jump. Da stehen die ganze Bewegungen, wo man eingeben kann und so, aber irgendwie, wie man das Programm bedient, als wie ich jetzt diese Bewegung irgendwie wo reinkriege, was passiert denn da? Wird vielleicht alles gelöscht. Das steht jetzt irgendwie nirgends. Das ist... Also, ich meine, ich verstehe von diesen ganzen Bewegungsmechanismen und so, verstehe ich schon ein bisschen was, weil ich ja auch 3D-Animations und so schon gemacht habe. Aber man sollte halt die Hand, also wie man das Programm handhabt. Weil die Motion Forward ist ja anscheinend jetzt gespeichert, aber wie kriegt man das jetzt vielleicht das? Ja, jetzt ist es nur kopiert. Aber warum ist das nicht drin gespeichert? Man kann Roboter aussuchen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? New Motion. Front, Back. Was halt die man sollte halt wissen, wie man das bedient und was man da jetzt, wie man, was noch da jetzt, ja gut, was man machen soll schon, aber wie das funktionieren soll. Create a forward motion to complete a level. Ich play. Also ich habe ja vor in dem Things Creator das, aber auch irgendwie. Start. So, jetzt. Mach doch. Was passiert, wenn ich da? Ach, Exit Game. Also, das war jetzt Xemo, ja. Interessantes Roboter-Simulations-Game. Optisch wirklich schön, aber die Handhabung, also wie man das bedient, dass das, was man möchte, auch passiert, keine Ahnung. Tja. Jetzt laden wir mal den Roboter hier. Der sieht ein bisschen interessanter aus. Ah, man kann auch ranzoomen, cool. Der sieht auf jeden Fall interessanter aus. Da, was gibt es da für Level? Na gut, genau das gleiche. Da muss man auch. Das, gut, man muss immer ein Dings. Also eine Aufgabe bewältigen.
damit die nächste freigeschaltet wird. So viel habe ich jetzt verstanden. Aber auch hier, der ist da, der sieht schon interessant aus. Wenn ich jetzt Start mache, passiert natürlich nichts, weil ja, ich denke, dass hier dass auf dieser Seite da was gespeichert werden muss. Jetzt gehen wir mal zurück und hier in den Motion Creator. Na? Ja. Was passiert jetzt? Aha. Gut, da kann man jetzt dasselbe machen. Man kann jetzt die einzelnen Gelenke und Körperteile wirklich hier dann steuern, kann man das auch so machen. Geht das nur mit. Nein. Okay. Achso, gehen wir mal raus. Ja, also. Das sah für mich auf Steam sehr interessant aus. Das gibt es auch schon ein paar Jährchen, ich glaube 2 Jahre mindestens. Habe jetzt aber nicht so viele Videos davon gesehen. Also so viele haben das anscheinend noch nicht gespielt. Aber ich würde gern herausfinden, wie es genau funktioniert. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann gibt es wieder ein Video darüber. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder wann ihr auch immer das guckt oder vielleicht schon längst dabei eingeschlafen seid, weil ich werde das unplugged einfach hochladen. Und ja, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.